Tretet näher. Hallo, Onkel. Ich tat, was ihr sagtet. Und auch schnell. Ben Fato. Und jetzt bringe ich dir bei, wie man kämpft. Nein. Wie schon gesagt, wir ziehen weiter. Ezio, du hast es kaum gegen Vieri geschafft. Auf der Straße wirst du keine Woche überleben. Wenn du gehen willst, na gut. Aber dann wenigstens mit der Fähigkeit und dem Wissen gewappnet, dich zu verteidigen. Wenn nicht für mich, für deine Mutter und Schwester. Fein. Sehr gut. Ein Schwert kannst du schwingen, sicher. Doch Angriff allein gewinnt keinen Kampf. Du musst überleben, um zuzuschlagen. Ich bringe dir bei, wie man ausweicht. Ihr sagtet, mein Vater war mehr als ein Bankier? Bringt wohl nichts, mich zu winden, was? Dein Vater war ein Assassine. Ich sagte doch bereits, mein Vater war ein Pfeffersack. Nein, er wurde zum Töten geboren und erzogen. Das kann ich nur schwer glauben. Was ist mit der Liste? Glaubst du, es wäre ein Schuldenkatalog? Das sind die Namen der Verantwortlichen für den Tod deines Vaters. Und ihr nennt euch Männer? Großmutter würde euch von der Brücke stoßen. Bene, ich habe dir gezeigt, wie man einen Angriff vermeidet. Jetzt zeige ich, wie du das in einen Vorteil verwandelst. All das über Assassinen und Templer, das riecht nach Fantasie. Wie etwas von einem alten Pergament, das mit obskurer Schrift bedeckt ist. Woher wusstet ihr? Du hast deines Vaters Klinge. Also dachte ich mir, dass du auch deine Kodex-Seite haben wirst. Kodex? Seid nicht schüchtern! Wollt ihr da nur so rumstehen? Auch gleich seine letzte Ölung. Ich sage, wir feuern die. Du machst gute Fortschritte, Ezio. Heute zeige ich dir, wo du dich im Kampf am besten positionierst. Wo du stehst und wie du dich bewegst, kann den Unterschied machen. Ich sah sehr wohl, wie du meine Bibliothek seziertest. Glaubst du mir also jetzt? Ja, mein Vater war ein Assassine. Aber weshalb diese Heimlichtuerei? Kennst du den Templerorden? Einer von vielen Ritterorden, die während der Kreuzzüge entstanden. Die Chroniken sagen, dass er vor fast 200 Jahren in Frankreich aufgelöst wurde. Aber das stimmt nicht. Nur in den Untergrund gedrängt, von wo er sein ruchloses Werk fortsetzte. Gut so, Neffe. Du hast dich wirklich gemacht.
Danke, Onkel. Für alles, was ihr mir gabt. Du bist Familie. Es ist meine Pflicht und mein Wille. Ich bin froh geblieben zu sein. Gut, du hast dich gegen Abreise entschieden. Wir segeln nach Spanien. In 3 Tagen. Aber Neffe, ich lehrte dich diese Dinge, damit du besser vorbereitet gegen unsere Feinde kämpfen kannst. Wenn sie mich finden, werde ich bereit sein. Du willst gehen, Ezio? Alles wegwerfen, wofür dein Vater kämpfte und starb? Dein Erbe leugnen? Fein, wie du willst. Arrivederci e buona fortuna. Onkel, wartet! Warum ist er so wütend? Wie sollte er nicht? Vieri belästigt uns, seit ihr hier angekommen seid. Wohl zu erwarten, denke ich, bei seiner Herkunft. Onkel! Wo sind denn alle? Sie sind nach San Gimignano, um diese Schlange Vieri zu töten. Ich will dabei sein. Bei den Ställen findet ihr, was ihr braucht. Ezio, schau sie an. Ich bringe sie immer noch nicht zum Reden. Sie verbringt Tag und Nacht vor den Federn, die Petruccio sammelte. Sie kann nicht loslassen. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Keine Sorge. Sie wird wieder zu uns kommen. Ich weiß es. Wenn Messer Giraldi das sehen könnte.
hei! Andiamo! Ezio, was tust du denn hier? Verantwortung übernehmen. Vieri belästigt euch nur wegen mir. Vieri belästigt uns, weil er Templer ist und wir Assassinen. Wie auch immer, ich möchte helfen. Va bene, dann hör gut zu. Zuerst müssen wir einen Weg in die Stadt finden, obwohl Vieri uns scheinbar erwartet. Er hat die Tore verschlossen und seine Männer als Wache geschickt. Glücklicherweise ist die Stadt größer als sein Heer. Das Südtor ist leichter bewacht, also werden wir dort zuschlagen. Nun gut, Ezio, hier ist der Plan. Meine Männer und ich lenken die Wachen ab. Sobald wir angegriffen haben, klettere über die Mauer und finde einen Weg, das Tor zu öffnen. Nimm dir diese Wurfmesser. Erledige damit die Bogenschützen. Bereit, wenn ihr es seid. Dann lasst uns beginnen. All'attacco! Gemacht, Ezio. Sind drin. Hier lang, Männer. Ich möchte, dass du diese Wachen ablenkst und sie hinderst, Alarm zu schlagen. Hoffentlich verschafft mir das genug Zeit, um Vieri zum Schweigen zu bringen. Va bene. Warte, Nipote. Nimm ein paar meiner Männer mit. Nur zur Sicherheit. Komm zu mir, sobald du es erledigt hast. Was hat Vieri denn jetzt vor? Wir stehen euch bei. Das weiß keiner. Aber irgendwas macht ihn nervös. Wie sonst soll man die Patrouillen erklären? Und noch ein Zeichen, wenn ihr folgen sollt. Stattdessen sind wir seine Kindermädchen. Und warum? Du bist erledigt, es nicht!
scheinbar immer noch eine gleiche Richtung. Hinrichtung. Ezio, euer Onkel wird angegriffen und braucht Hilfe. Geht zu ihm. Ah, Neffe, da bist du ja. Mein Plan stößt auf Schwierigkeiten. Ineris Männer haben uns einen Hinterhalt gelegt und wir haben alle Hände voll. Aber meine Brüder und ich kümmern uns schon um die Wachen. Geh du weiter und finde diese Schlange Vieri. Sieh zu, dass der Gerechtigkeit Genüge getan wird. Okay, cosa aspetti? Weg hier! Kommt, seid nicht scheu! Ich bin gerade letzten Monat kaufte der Burggraf 300... Also beschlossen. Vieri, ihr bleibt hier, um die Söldner zu führen. Francesco organisiert unsere Truppen in der Stadt und sagt Bescheid, wenn der Zeitpunkt gekommen ist. Jacopo, eure Aufgabe ist es, die Bürger nach der Tat zu beruhigen. Und dieser Trinker Mario. Er macht ständig Ärger und ich befürchte, dass er herausfinden könnte, was wir planen. Er hat immer Ärger gemacht. Genau wie sein elender Bastard von Bruder. Dann lasst sie mich zusammenführen, Vater. Es wird noch Zeit genug geben, den Müll zu beseitigen, wenn wir fertig sind. Nun, gibt es sonst noch was? Muy bien. Möge der Vater des Verstehens euch leiten. Kommandante! Kommandante! Was? Mario Auditore ist in die Stadt eingedrungen und er sucht nach euch. Dann lassen wir ihn nicht warten. Nicht tödlich.
Gleich ist er in Reichweite. Ich sehe ihn! Da! Lass mich los! Hey, was soll das denn? Was planst du mit deinen Verbündeten? Ist es das, was mein Vater entdeckte? Wurde er deshalb getötet? Entschuldige. Hoffst du etwa auf ein Geständnis? Du Drecksschwein! Du sollst in der verdammten Gosse verrotten, du Hund! Wenn du nur noch mehr gelitten hättest! Ich hoffe, du... Genug, Ezio. Ein wenig Respekt. Respekt? Nach allem, was passierte? Glaubt ihr, er hätte einem von uns Respekt entgegengebracht? Du bist nicht Vieri. Werde auch nicht so. Möge der Tod dir den gewünschten Frieden bringen. Requiescat in pace. Nimm dies. Lies es, wenn du Zeit hast. Wir sind hier jetzt fertig. Kehren wir zur Villa zurück.